Ich habe das damals getan für den Royal Ballet und für Anthony Dowell. Anthony Dowell war damals gerade noch kein Star, aber ich fand ihn fantastisch. Und ich dachte, ich mache nicht ein Ballett, wo die Ballerina im Mittelpunkt steht, sondern der Mann im Mittelpunkt. Denn es ist immer so, dass die Frau meistens im Mittelpunkt steht und die Männer nicht. So, es ist nicht ein Ballett, das für eine Ballerina gemacht ist, aber für ein Ballerino. Und das fand ich wichtig und das fand ich herrlich, um dafür zu arbeiten. Und wenn man das Ballett sieht, sieht man das auch, dass es um einen Mann geht. Und ich will nicht sagen, dass sein ganzes Leben vorbeigeht, aber vieles geht vorbei. Er hat Beziehungen mit den Frauen, aber am Ende bleibt er eigentlich alleine übrig, aber mit Spaß und Freude. Und das fand ich sehr wichtig. Ich war total frei, um ein Ballett zu tun. Und man hört immer wieder Musik. Und ich hörte die Musik von Schumann. Ich hörte das Quartett. Und ich dachte, das muss es werden. Und wenn man die Wahl gemacht hat, dann kommt man auf die Wahl nicht mehr zurück. Es ist ein Stück, da muss man sehr gute Tänzer für haben. Der Junge, die Hauptrolle jetzt, der ist wirklich fantastisch. Ich war sehr überrascht über ihn und fantastische Technik und so unglaublich sauber. Und wenn er so sauber ist, kann er genau zeigen, was ich will. Und es ist immer herrlich zu sehen, ich kann schon willen, aber es muss auch noch getanzt werden. Und wenn es gut getanzt wird, dann bin ich unglaublich glücklich. Und ich finde diese sowieso die Kompanie sehr gut. Die Kompanie hat sich durch die Jahre natürlich unglaublich geändert. Ich bin angefangen hier in 1974 mit Gerhard Brunner. Und ich habe mit Gerhard Brunner auch lange gearbeitet. Und dann 18 Jahre nichts und dann plötzlich darf ich hier wieder arbeiten.